Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute sind die Pyroshock dran. Es sind Effektbombenrohre, 10 Stück pro Packung. Sie sind von Leslie und die gab es damals schon mal. Das war so ein auf älteres Set gemacht. Das war eine eigene Linie, 20 Stück waren drin und das Paket hat so 20 Euro gekostet. Die habe ich schon mal vorgestellt. Das sind jetzt genau die gleichen, nur halt als Umlabelung, halt Pyro-Base. 10 Stück kosten hier 10 Euro, also eigentlich der komplett gleiche Preis, nur hier haben wir einen Vorteil. Und zwar stehen hier gleich die Effektbeschreibung drauf. Hier ist eine Crown, ne? Pyroshock Crown. Und hier hat man zum Beispiel den Pyroshock Blue Peony. So. Ansonsten finde ich hier eine 1er NEM. Ich schaue mal kurz für euch. Nein, steht nicht drauf. Hätte ich jetzt aber vermutet. Naja, egal. Wir haben auf jeden Fall Max NEM. Wir haben nämlich 100. Nee, haben wir noch nicht. Fällt mir gerade auf. Wir haben 12 Gramm pro Bombenrohr, 120 Gramm pro Paket und 10 sind drin. Ja, wie dem auch sei. Kommt, Freunde, wir gehen raus zur Zündung. Wir testen mal jeweils eine Sorte weg oder eine ganze Packung. Wir werden sehen. Bis gleich draußen zur Zündung. So, ich habe hier mal die 5 verschiedenen Bombenrohre aus dem Set zusammen verleitet. Die zünden wir jetzt einfach an. Die gehen dann alle hintereinander hoch. Das, denke ich mal, ist das Beste für uns zum Gucken. Wir wollen ja sehen, wie die Effekte sind. Ja, hat zwar zwei ziemlich tief zerlegt, aber ansonsten schöne Bombenrohre.